So, Leute, hier sind wir mal wieder. Der Ralf ist bei mir und ja, es geht mal wieder auf Tour. Wir sind heute und auch morgen mal in der fränkischen Schweiz unterwegs. Und da hinten, irgendwo im Wald, da sollen die ersten Kletterfelsen sein, der Signalstein. Und den werden wir uns jetzt mal reinziehen. Mit Treppe. Aber mit Treppe. Mit Treppe hoffentlich. Ja, sicher. Ist dann Nullerroute. Also wir gehen eine Wendeltreppe nach oben. Ne? Also ich gucke von oben aber dann mal für euch runter. Dann könnt ihr euch mal angucken, wo man hätte hochklettern können. Ja, und ansonsten bin ich sehr gespannt auf die Höhlen, die da kommen werden. Weil das ist für mich auch noch relativ neu. Ich meine, ich war schon ein paar Höhlen drin, aber noch nicht so, wie das hier möglich ist. Also da hier gibt es verzweigte Höhlensysteme. 2,2 Kilometer. Ja, über 2 Kilometer lang mit Kriechen und Klettern und Abseilen und allem Pipapo. Und das werden wir uns dann noch reintun. Aber richtig krass wird es dann vermutlich höhlentechnisch erst morgen, denke ich mal. Ne? Ja. Hat alles geile Namen hier. Klagemauer. Aber ich glaube, die haben hier eher eine schlechte Lebenseinstellung. Aber Klagemauer ist eine ganz berühmte Kletterfelsen. Ja? Da waren so schon die ganzen Klettercracks. Ja? Kurt Albert, Wolfgang Güllich, Stefan Globert. Also das ist so eine der bekanntesten, vor allem Boulderfelsen halt, weil die ist im Winter so ein bisschen leicht ausgehöhlt und da kannst du eigentlich das ganze Jahr über klettern. Holst du jetzt weg, oder? Na, wir gehen jetzt zum Signalstein. Ja. Der Biwakplatz und hier die Klagemauer. Weiß also nicht, 9. Grad oder noch mehr. Ja, siehst du ja, schön überhängend. Das heißt, von der Witterung total unausgesetzt. Da kann es regnen, schneien, kommt alles nicht an den Felschen. Perfekt eigentlich, ne? Na, dann kann das ja gar nicht mehr so schwierig sein. Unglaublich. Ja. So, da hinten ist der Signalstein. Perfekt mit Geländer für uns zum Abseilen. Genau. Sehr geil. Also das Ding sieht schon mal mega aus hier. Krass. Willst du mit dem kleinen erstmal mit dem kleinen Seil erstmal machen oder sollst du das dicke Seil reinhängen? Ja, dicke direkt reinhängen, oder? Dicke. Du hast einen Klettersteig für heute schon gemacht. Ja. Das mal hier. Machst du den Stand? Ich mach mir wieder den Stand rein. Pack mich hier rein. Und den Pooldeck mit. Geh hier schön auf diesen Abseilplatz. Ja. So. Jetzt kommt der Lehrvideo-Charakter. Machst du das quasi hier erst durchs große Auge durch? Doppelseil durch. Dann legst du es so rüber. Ja? Um den Achter rum. Legt er so rüber. Ja? Ja. Genau. Jetzt habe ich auch so als Rechtshänder. Läuft dann rechts lang. Ich mache das mit dem Gürtlock hier rein. Zuschrauben. Jetzt bin ich hier quasi. Jetzt kann ich halt hier noch ein bisschen fester machen. Fest dran ziehen. Ja. Genau. Ja. Ist da irgendwas wichtig mit der Handführung? Dass du da. Also hier oben brauchst du gar nicht, das ist so diese Führhand. Ja. Wichtig ist halt, dass du immer hier natürlich eine Hand dran hast. Ja, wenn du eine Hand hier dran, ja. Wenn du loslassen würdest, würdest du schon ganz schön durchrutschen, ne? Schätze ich mal beim Achter, oder? Na, jetzt aber mit Prusik nicht. Ja, mit Prusik nicht, aber nehmen wir mal an, da wäre keiner, würdest du schon ganz schön ja, beschleunigen. Ja, ne? Wenig Reibung. Na ja, klar. Weniger Reibung, ja. Aber so. Sieht gut aus.
So, gerade schön die Dreier-, Vierer-Route hochgeklettert. Jetzt will Ralf sich noch an der 5-Plus versuchen. Perfekt, oder? Ja. Okay, willst du es angehen? Ja, ich mache jetzt Operation 5-Plus. Okay. Langsam machen. Ich muss erstmal hier reingehen. So, jetzt kannst du Gas geben. Thank you.